Es war so schön zu sehen, wie sie reagiert hat. Dafür hast du dein Geld ein zweites Mal verschenkt. Ich fasse es nicht. Sie hat mich umarmt, war außer sich vor Freude. Sie konnte es nicht glauben, dass es so ehrliche Menschen auf der Welt gibt, dass sie so viel Geld gewonnen hat. Es war herrlich, dieses Strahlen in ihren Augen zu sehen. Dieser Moment war wie ein Geschenk. Das ist unglaublich, Gottlieb. Du hast denselben Fehler tatsächlich zweimal gemacht. Das war kein Fehler, Marie. Was denn dann? Glück, weil sie meine Hand genommen hat. Ganz liebevoll hat sie sie gedrückt. So, als würden wir uns schon lange kennen. Als wären wir verbunden irgendwie. Das war noch so ein magischer Moment. Mir wird schlecht. Sie hat mich angelächelt und mir den Lottoschein in die Jackentasche geschoben. Was soll ich denn damit? Hat sie gesagt. Und dass sie das Geld nicht mehr brauche, dass sie alt sei und nur zum Spaß spiele. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Ja, genau so war das, Marie. Sie hat dir das Geld geschenkt? Einfach so? Ja, das hat sie. Wow. Unglaublich, oder? Du bist ein richtiger Glückspilz, Gottlieb. Schaut so aus. Und du bist jetzt definitiv Millionär, was die Sache für mich wieder äußerst attraktiv macht. Ich bin entzückt, mein Lieber. Das freut mich, Marie. Wobei eine Sache noch offen ist. Welche? Die Selbstmord, Marie. Was machst du mit ihr? Wie geht die Geschichte für sie aus? Du wirst es nicht für möglich halten, aber ich habe vor ein paar Tagen einen Brief von ihr erhalten. Lag einfach so im Postkasten. Ein Kuvert mit meiner Adresse vorne drauf und hinten nur ihr Name. Du kannst dir vorstellen, wie überrascht ich war.